Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Castlevania Dawn of Sorrow. Ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben in der Kapelle des Bösen. Auf jeden Fall im Schlossvorhof oder wie er auch heißt. Und wir haben den unteren linken Kartenabschnitt, den wir eigentlich schon ewig gekauft haben und somit gesehen haben, dass wir es da was gibt, aber noch nie bekunden konnten, bekundet. Ja, und jetzt machen wir uns endlich mal auf den Weg. Aber nicht mit dieser Lebensanzahl. Das heißt, wir gehen erstmal noch zurück. Das heißt, im Grunde genommen ist die erste Minute schon für den Arsch. Naja, aber ein bisschen Fail braucht es ja immer. So, ich überspringe. Ah, komm, ich töte euch. Ich hab ja. Wie viel brauche ich noch für ein Level Up? Ich bin ja erst neu gelevelt up. Daher sollte das in nicht so naher Zukunft wieder erst geschehen. Wobei, ich habe den Schamanenring und den Mottenmann ausgerüstet. Das heißt, ich müsste eigentlich mega Imba viele. Das verlorene Dorf, jetzt weiß ich auch, wie es heißt. Mega viele Imba-Punkte bekommen. Nee, stimmt, ich wollte gar nicht über den Teleporter. Mir fällt auch ein, warum. Denn ich möchte das Ganze zu Fuß regeln, denn ich möchte an einer Stelle vorbeikommen und ich möchte jetzt hoffen, dass ich an dieser Stelle vorbeikomme, ansonsten habe ich ein kleines Problem. Kopf kratzen und überleg, wo es schneller wäre. Ich weiß nicht, ob das Puzzle, das Schieberätsel für meine Richtung angepasst wäre. Daher muss ich jetzt einfach gerade mal ein bisschen die Hände in meine Vergangenheit legen und hoffen, dass ich da durchkomme. Ich habe aber so das leise Gefühl, dass dies nicht der Fall sein wird. Schön, dass du nicht sofort stirbst, wundert mich auch. Ich meine, ist das dritte oder vierte Gebiet, da sollte ein Gegner deines Kalibers sterben. Ah ja, ich hab's doch gewusst. Dann wird's das. Auf jeden Fall möchte ich den. Den Seele, ich hab's nicht so mit der deutschen Grammatik heute. Die Seele in Angriff nehmen. Aber dazu muss ich jetzt erstmal wieder den ganzen Weg runter. Und ich wünschte, ich hätte eine Seele, mit der könnte ich mich beschleunigen. Ich kann es zwar mit dem Barbaricha, aber so eine Dash-Seele, die fehlt mir einfach noch. Ich hätte die so gerne. Aber naja. Man muss auch durch die schweren Zeiten durch das Spiel. So. Jetzt überlege ich gerade. Ah, das ist natürlich zu. Und ich bin natürlich runtergeflogen. So. Hier hoch. Und jetzt kann ich durch den kleinen Spalt. Damit passt alles. Und ja. Auf der habe ich ja immer noch meinen Dolch ausgerüstet. Wusste ich gar nicht. Na komm, ich kann die doch gerade alle mit dem Dolch töten. Dann würde ich das Ganze einfach viel schneller erledigen. So, jetzt bin ich auch hier in der Dämonenherberge. Die sterben noch 20? Das ist sehr schwach von denen. Und die sterben schon noch 10. Du stirbst auch. Ich bin sehr enttäuscht von euch. So, hier brauche ich den Puppenspieler. Ich dachte, ich hätte da was übersehen. Ich hätte es zwar auch mit der Fledermaus durchfliegen können, aber das brauche ich jetzt nicht. Und dann gehe ich hier lang, denn mir wurde gesagt, auf diesen Stuhl dort vorne kann man sich hinsetzen. Offenbar dann irgendwie doch nicht. Außerdem, also ich wüsste nicht, wie man laut Aussage eines Kommentares, dessen Name mir jetzt spontan einfach nicht einfällt, Entschuldigung dafür, kann man sich auf diesen Stuhl hinsetzen. Aber ich versuche es gerade. Und ich wüsste nicht, wie man das anstellen sollte. Vielleicht mit deiner Seele, aber zack. Nee, so mache ich nur kaputt. Ich versuche es noch einmal. In Anbetracht darauf, dass ich es versucht habe. Vielleicht, wenn ich mich so gescheit hinsetze. Na. Zack. Ich versuche auch drauf zu springen, aber ich weiß gar nicht, was ich sonst machen könnte. Ich wedle im Wind. Ah, doch, es geht. Ich muss hochdrücken. Und ich sitze.
Ja, ich habe eine leise Theorie, was das bewirken könnte. Zwar lasse ich mich einfach mal gerade so ein bisschen treffen, das reicht auch. Und verwende jetzt auch einfach mal den Amalarm-Schützen, damit ich ein bisschen Mana verliere. Heilt es mich? Nein, aber ich weiß gar nicht, was passiert. Ich versuche das Ganze mal. Also, es wird wahrscheinlich nicht umsonst sein. Da stehen. Was machst du jetzt? Du schlägst mich trotzdem. Sehr nett. Ja, ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt in einem Loop gefangen? Okay, ich versuche nochmal eine Sache. Nach Aussagen sollte ich ein Item erhalten. Aber offenbar passiert hier schlicht und ergreifend einfach nur. Vielleicht ist es auch so ein kleines Easter Egg, dass man sich auf den Stuhl setzen kann. Anders kann ich es auch nicht nennen. Aber auf jeden Fall chillen wir uns gerade hier unser Leben. Ich kann mir das nur. Eine Sache könnte ich mir noch vorstellen, was dieser Stuhl bewirken könnte. Jetzt bräuchte ich gerade mal den Barbaritia. Wenn ich ihn. Da ist er. Da er der die Seele ist, die am meisten Mana verbraucht. Lade ich damit mehr schneller Mana auf. Ja, das tue ich. Ich lade dadurch schneller Mana auf. Also, ich habe die Funktion dieses Stuhles erraten, aber ich bin jetzt. Ah, damit hätte ich auch ziemlich schnell mein Mana loswerden können. Aber ich sage jetzt mal so, ich bin nicht sonderlich beeindruckt von der Fähigkeit, bisschen schneller Mana zu ergattern. Daher, ja, vielleicht hätte ich auch noch irgendwas anderes machen können. Ne, speichern brauche ich eigentlich. Brauche ich das? Doch, ich speichere. Allein aus. Speichern. Na, ja, ich werde wahrscheinlich sowieso nicht speichern. Aber auf. Allein von dem Grund her, ich brauche Leben. Oder? Werde ich speichern? Ich speichere. Ich habe ja schon immer ein paar Folgen aufgenommen. Spiel gespeichert. So, dann gehen wir einfach mal hoch und jetzt bei Gott lasse mich nicht sterben. Denn das wäre jetzt ziemlich unvorteilhaft, wenn ich ehrlich bin. Aber ich werde wahrscheinlich noch eher hunderte Tränke verschwenden, anstatt euch noch einen Outtake aufzubereiten. Naja. Na, warum kann ich in der Luft nicht gescheit meine Seele wechseln, damit ich hier hochfliegen kann? Okay, immerhin klappt es jetzt im Moment. Wir fliegen hoch. Ich habe schon ziemlich viel Mana verschwendet. Na, komm schon. Ja, die Geistertänze sind auch so eine der Seelen, die mich gerade so ein bisschen am meisten nerven. Oh, der Killer-Clown wird einem hier schön vorbereitet, fällt mir gerade erst auf. Kann ich dich eigentlich auch gleich töten? Nein. Wow, das war knapp. Naja, gehen wir hoch. Wir müssen nämlich ganz hoch. Ja, den Schalter können wir sowieso nicht mehr aktivieren. Ah, ich sollte hier möglichst wenig Leben verlieren. Und das habe ich kommen sehen. So. Aua. So, jetzt. Ja. Okay, du triffst mich so gar nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon, jetzt werde ich viel Leben verlieren. Naja, komm, aber ich müsste jetzt auch angekommen sein. Ja. Und zwar müsste ich hier noch ein paar Seelen verwenden. Ja, diese habe ich glücklicherweise vorbereitet. Und zwar den Killer-Clown einmal hier. Was uns hier jetzt das hier öffnet. Und das war hier. Nicht das Gespenst. Der Teufel war es auch nicht. Mini-Teufel. Nein. Fledermaus. Wie hieß es? Ich hatte es auf jeden Fall. Fledermini-Teufel? War es das? Nein. Ich weiß den Namen gerade einfach nicht. Oh, das ist gerade alles andere als unvorteilhaft. Nein, Pakt mit dem Teufel will ich auch nicht schließen. Meine Güte. Ah! Vielleicht bin ich aber gerade einfach auf dem falschen Höllentroll.
Nein, ich krieg's gerade nicht hin. Ich habe diese Seele. Bin ich mir ziemlich... Höll? Nein, das habe ich auch gerade eben. Raikudo, nein. Was sag ich? Nein. Ukubak, doch. Ukubak war das. Na? So. Warum klappt's denn? War das so? Ich hab das doch gerade eben... Also, gerade will irgendwie gar nichts mehr. So. Na, muss so. Jetzt habe ich auch das letzte aktivieren können. So, und damit kann ich jetzt auch wieder auf den... Wo ist der Skelettschütze? Ach, das ist sowieso die B-Rüstung. Okay. Dann Durandal, Seele, Höllentroll. Nein, Skelettschütze. Habe ich wahrscheinlich wieder oben übersehen, oder? Nein. Mann. Macht's mir... Da suche ich doch den Amalas-Schützen. Oh, ich bin... So. Aus. Ich hab's jetzt. Hab jetzt aber auch viel Mana verschwendet, aber ja gut, ich bekomme hier... Dumm. Wo ist das so? Kubus. Ich mache gerade viel solche Arbeit. Ich weiß, das hätte nicht sein müssen. Aber ich kann mich doch hier noch auffrischen. Reicht wahrscheinlich nicht mal ganz voll. Lebenmäßig nicht. Denn hier ist eine Boss-Tür. Ja, es kommt noch ein Boss. Ich kann aber auf jeden Fall noch hier ein bisschen... Zumindest mein Leben komplett auffrischen. Zack. Und das müsste auch an Mana jetzt reichen. Bis sie dorthin ankommen, bekomme ich sowieso noch wieder ein bisschen. Daher. Ja, mal wieder ein Boss. Oh yeah. Gehen wir rein. Ah, Magiezirkel, den darf ich nicht versauen. Denn jetzt kommt ein Boss, der ist kacke. Und zwar, ja, ein ominöser Spiegel. Was sagt das uns? Schauen wir mal. Oh nein, das sind ja gar nicht wir. Nein, das ist Paranoia. Und natürlich habe ich es gleich zu Beginn geschafft. Na komm, mich treffen zu lassen. Und jetzt haben wir mehrere Spiegel. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht von den Spiegeln treffen lasse, wie sie sich umleiten lassen. Im Grunde genommen, ansonsten ist Paranoia nur ein nerviger Boss, weil er nervig ist. Naja, zumindest eigentlich nur von diesen Spiegeln her. Ach, das war fies. Ah, da habe ich mich zweimal treffen lassen. Das war dumm. Jetzt hier den Amalas-Schützen frühzeitig aus... Und er ist im Spiegel. Ja, das heißt nicht, dass er tot ist. Schauen wir uns das an. Ja, wir blinken ein bisschen. Wir gehen hier und gehen in den nächsten Bossraum. Denn im Grunde genommen beginnt erst jetzt unser schöner Bossfight. Ah ja, ist doch herrlich. Ui. Oh, da haben wir es gerade so ausweichen können. So, und jetzt ist er... Zack. Dumm. Auf jeden Fall, da ich es mir jetzt lohnen kann, da es sich jetzt lohnen wird, rüste ich schon mal die ersten Tränke aus. Oh, okay. Na. Dumm. Ah, ich kann ihn auch so angreifen. Gut, das wusste ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken, dass wir Paranoia voll in die Nase schauen. Denn jetzt ist es eigentlich, worauf es ankommt. Denn das davor war praktisch nur das Warm-up. Naja, aber im Grunde genommen ist die Taktik keine andere groß, da wir... Ach man. Nun... Oh, das wird dumm. Ah, ich stelle mich an. Starker Trank. Da er jetzt nur eine größere Trefferfläche hat. Aber das Blöde ist, bei Castlevania heißt eine größere Trefferfläche im Grunde genommen immer auch... Ja, die Fläche uns... zu treffen ist, ihn zu treffen, indem wir ihn einfach berühren, ist auch größer. So. Und es zieht so gar nichts ab. Toll. Zack. So, das müsste treffen. Das ist wunderbar und ich merke gerade, dass ich gar nicht mehr so viel Leben habe. Was natürlich alles andere als schön ist. Ach. Paranoia, du bist ein Scheißboss. Auch wenn dein Verhalten ziemlich einfach strukturiert ist. Gehst du mir gerade ziemlich auf den Senker. Naja, gucken wir, dass wir hier dem hier wieder gescheit ausweichen, was wir im Grunde genommen noch kein einziges Mal hinbekommen.
gekriegt haben. Ja. Und jetzt sollte ich wieder aufstocken. Wobei ich glaube, das war schon fast unsinnig, weil er nicht mehr so viel Leben hat. Okay. So. Ich will den nochmal Lars schützen und positionieren. Ach Mann, er ist gerade abgehauen. Zack. Okay. So. Zack. Nein. Können ihn gar nicht so schlagen. Habe ich mich doch gehört. Ich habe den noch. Ah, dann habe ich mich wahrscheinlich vorhin, als ich es geschafft habe, mich selber geschlagen. So. Ah, jetzt, Gott sei Dank. Und zack, zack. Zack, 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 zack. Das war scheiße. Dumm. Ah. Voll unnötig war das gerade eben. Jetzt muss ich gucken, dass ich das möglichst ohne noch einen Trank hinkriege. So, ach, toll. Okay. Boah, das war das erste Mal, dass ich mich nicht davon treffen haben lasse. Ach, dumm. Jetzt habe ich... starker Trank. Ich traue es mich nicht. Mit nur einem kleinen Trank das auszuhalten. Weil ich nicht weiß... um wie viel... Ach toll, ein kleiner Trank hätte gereicht. Zack, 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 zack. Was? Ich krieg grad einfach diesen verdammten Magiezirkel nicht hin. Daran liegt's gerade echt, dass ich in diesem Bosskampf noch nicht zu Ende geschritten bin. Na komm schon. Und ich krieg den anderen Larschützen nicht jetzt, komm, aber... Zack, 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 zack. Was zur Hölle? Es ist wirklich unglaublich. So, einmal getroffen. Na, das war unnötig. Na, triff wenigstens. Ja! Zack, 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 zack. Endlich! Level up! Herrlich. Wir bekommen Paranoia die Fähigkeit... das zum Betreten vom Spiegel... die Fähigkeit, um Spiegel zu betreten. Ach. Eine schwere Geburt war dieser Boss. Ich hätte nicht so viele starke Tränke verwenden können. Wie viele habe ich denn verwendet? Ich hätte mir... einen hätte ich mir sparen können. Naja, auf jeden Fall holen wir uns hier den Olrox-Anzug. Der im Grunde genommen fast... besser ist. Meiner Meinung nach. Da wir viele Statuswerte erhöht bekommen. Graf Olks Lieblingsanzug. Warum macht ihr nicht einfach Dracula? Naja, auf jeden Fall nicht meine Wahl. Da die Verteidigung im Moment deutlich das ist, was ich haben will. Ich frage mich gerade aber auch, kann ich schon diesen Spiegel... Das war mir so eine Seele. Diesen Spiegel kann ich doch auch betreten schon. Zack. Ah, oh, und ich habe es hier sogar ein Mana-Prisma. Ist doch wunderschön. Und ich komme hier auch nicht mehr raus. Dann raus. Und im Grunde genommen können wir so... Ah, hier ist kein Spiegel. Okay. Auf jeden Fall, hier ist ein Spiegel. Und das heißt im Grunde genommen, wir haben jetzt eine gute Folgenlänge erreicht. Und das nächste Mal machen wir da weiter, indem wir uns mal den ganzen Spiegeln zuwenden. Und danach wissen wir alle, was... kommen wird, denn dann ist es endlich Zeit, jemanden zu retten, der es eigentlich nicht wert ist, gerettet zu werden. Ich lasse mich jetzt hier einfach nur im Grunde genommen fallen, da ich einerseits hier erstens runter muss, andererseits aber auch am Ende ja der Checkpoint wartet, wo ich dann auch gekonnt aufhören kann. Es war eine bisschen längere Folge, wir haben aber ein paar Dinge absolvieren können. Wir haben unseren Stuhl des Verdammens gefunden und dessen Funktion herausgefunden. Es sei denn, er hat noch eine versteckte. Wir haben Paranoia besiegt, was eigentlich der Hauptakt in diesem Kapitel oder Episode war, was ich auch zumindest finde. Ich speichere diesen glorreichen Sieg. Ja, ich speichere ihn. Ich meine jetzt nicht, dass da irgendwie in der Aufnahme irgendwas kaputt sein könnte. Man weiß nie, man hat Angst. Naja, Daten sind gespeichert und wir sehen uns im Grunde genommen das nächste Mal, wenn wir ein kleines Secret Hunting machen und dann sehen wir uns auch. Und wenn wir es dann noch rechtzeitig schaffen, widmen wir uns einem altbekannten Freund. Naja, mein Name ist Tex. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr sie gerne einen Daumen nach oben geben.
Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst ein Abo da oder schaut auf meinem Kanal vorbei oder macht beides. Wäre auch mal eine sinnvolle Tat. Naja, mein Name ist Tex, ich verabschiede mich von heute. Auf Wiederhören.